Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin der Wolfgang von Balearis und heute geht es um das Thema Desinfizieren mit Salz. Ich bekomme ja hin und wieder die Anfrage, wie funktioniert das genau mit der Desinfektion mit Salz? Die Leute lesen da irgendwas im Internet, wissen aber nicht so recht, wie es geht, beziehungsweise haben da eine falsche Vorstellung. Und deswegen möchte ich Ihnen heute in dem Video erklären, wie das genau funktioniert, was die Vor- und Nachteile sind und warum wir es bei uns nicht empfehlen. Gut, also was ist das eigentlich? Salz kennt jeder, Speisesalz ist Natriumchlorid, wird abgekürzt mit NaCl, Natrium, also Na für Natrium, Cl für Chlorid. Und durch eine sogenannte Elektrolyse, das ist im Prinzip, da sind Elektronen drinnen, die werden unter Strom gesetzt und dadurch entsteht ein chemischer Prozess, wird das aufgespalten in Natrium und Chlor. Bitte, ich bin kein Chemiker, der Chemiker kann das sicher noch viel genauer erklären als ich, aber Sie sehen ungefähr, wie es funktioniert. Also es wird eine Natriumchloridsalz, wird aufgespalten, einerseits in Natrium und andererseits in Chlor. Das heißt, man hat eigentlich Chlor in dem Pool drin oder dem Wasser drin, das zur Desinfektion natürlich beiträgt. Andererseits gibt es jetzt auch ein anderes Salz, das ist das Natriumbromidsalz, also NaBr für Natrium und Bromid, Natriumbromidsalz. Element Brom, also ähnlich wie Chlor, ist auch ein Halogen, riecht auch ähnlich, hat ähnliche chemische Eigenschaften und auch wird wieder durch Elektrolyse Natrium und Brom erzeugt. Und das Brom ist dafür zuständig, dass quasi im Wasser die Bakterien und Keime abgetötet werden. So ein System gibt es von Gecko zum Beispiel, ich habe es euch hier auf dem Bildschirm dargestellt. Das ist im Prinzip so ein Kasten, wo das Wasser hier durchfließt. Da drinnen sind diese Elektroden, von denen ich erzählt habe. Das Kästchen wird an Strom angeschlossen, da gibt es auch ein Steuerelement dazu. Und in diesem quasi Kasten strömt das Wasser durch. Das Wasser wird vorher mit diesem Bromid-Charge, das ist dieses Natriumbromid, quasi wird ins Wasser hineingeleert, flüssig. Dann läuft das Wasser mit dem Natriumbromid-Elementen hier durch. Und hier drinnen passiert die Elektrolyse, das heißt, da wird Natrium und Brom aufgespalten und somit quasi wird das Wasser desinfiziert. So ein Set kriegt man circa ab 1000 Euro ungefähr. Diese Elektronen nutzen sich natürlich ab, also der Hersteller gibt, glaube ich, 30.000 Stunden, sagt er in seinen technischen Unterlagen, hält das. Das ist ungerechnet 3,4 Jahre, das heißt, nach 3,4 Jahren im Idealfall muss man diese Stäbe hier wieder tauschen. Ich glaube zu wissen in der Regel, dass das nicht so lange hält, sondern weil durch Verschmutzung und so weiter die Stäbe schneller kaputt gehen. Aber Sie müssen auf jeden Fall damit rechnen, dass alle paar Jahre mal die Stäbe getauscht werden müssen. Kostenfaktor, ich glaube so 600, 700 Euro. Natürlich auch das Mittel kostet ein bisschen Geld, das muss reingeschüttet werden. Ich glaube eine Flasche kostet 80 oder 90 Euro so um den Dreh, wobei ich jetzt aber nicht weiß, wie lange das hält. Und der Vorteil ist natürlich, diese Anlage regelt den Bromgehalt selbst im Whirlpool. Das heißt, man muss eigentlich nur den am Anfang mal einstellen und dann hält der Pool den Bromgehalt konstant. Das ist natürlich sehr praktisch, man muss nicht messen, aber man muss ja trotzdem zum Pool zum Messen gehen, weil man muss ja den pH-Wert einstellen. Das heißt, der pH-Wert, den muss ich erst wieder messen. Das heißt, ich erspare mir eigentlich nicht so viel, weil wenn ich den Schütteltester habe, dann messe ich pH-Wert und Chlor- oder Bromwert parallel und so erspare ich mir vom Messen her leider wenig. Natürlich eben Wartungsaufwand haben wir auch und der große Nachteil, den ich sehe, ist natürlich, Sie wissen es ja auch, Salz im Winter und Auto zum Beispiel vertragen sich gar nicht, warum Salz führt zu schnellerer Korrosion. Es liegt daran, dass Salz quasi die Leitfähigkeit des Wassers erhöht und somit Korrosion schneller stattfinden kann. Das heißt natürlich auch, dass die Lebensdauer der Bauteile im Whirlpool herabgesetzt wird. Aus diesen Gründen verwenden wir dieses System nicht. Es ist trotzdem am Markt verhältlich, gibt vielleicht Leute, die das super einsetzen. Sie können das natürlich auch bei unseren Whirlpools nachrüsten. Bitte erst nach der Gewährleistung das machen, weil sonst verlieren Sie Gewährleistung und die Garantie. Gut, ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, also vielleicht noch kurz, Chlor und Brom kriegt man auch als quasi Pflegemittel, um das direkt in den Pool zu geben. Also ich muss jetzt nicht unbedingt die Salzanlage einbauen, ich kann direkt mit Chlor desinfizieren oder auch direkt mit Brom desinfizieren. Deswegen sehe ich da jetzt nicht so den großen Vorteil, vor allem auch, wenn man natürlich trotzdem immer noch messen muss und wenn man den hohen Wartungsaufwand hat, beziehungsweise man muss auch den Whirlpool initial mal umbauen und auch die Einstellung, also am Anfang muss man quasi den Bromwert einstellen, ist natürlich auch ein Arbeitsaufwand. Aber ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt zeigen, wie das genau funktioniert, welche Vor- und Nachteile es gibt und Sie können ja gerne selbst entscheiden, ob Sie das in Zukunft machen wollen.
Wenn Sie weitere Fragen haben, wenn ich was vergessen haben sollte, oft ist ja so, vor der Kamera vergisst man dann einige Dinge, die man eigentlich sagen wollte, dann scheut euch nicht, mich einfach zu kontaktieren. Auf baleares.de gibt es viele Kontaktmöglichkeiten, entweder anrufen oder E-Mail schreiben. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sich gerne bei uns melden und dann können wir über das Thema gerne noch weiter diskutieren oder sprechen. Dann danke ich fürs Zusehen. Sehen Sie sich gerne die anderen Videos an und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, bis dann.